Ja, ich grüße euch alle ganz herzlichst hier bei uns im RLB Lotusblüte. Heute wieder mal im TV und natürlich auch im Radio. Also wie gesagt, es geht niemandem etwas verloren. Wir haben heute wieder einen Studiogast hier zu uns eingeladen, den ich jetzt erstmal ganz lieb begrüße. Das ist der Ari. Und Ari hat sich auf dem Weg aus der Schweiz, ja, gemacht, hier zu uns ins Studio zu kommen, um euch wieder mit wunderbaren, ich sag mal, Themen natürlich zu bereichern. Und das ist das Schöne. Ja, Ari. Ja, erstmal hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung. Hallo. Ich begrüße auch recht herzlich die Zuhörer und auch die Zuschauer selbstverständlich. Ich freue mich, hier zu sein. Wunderbar. Ari, wir haben ja nun schon einmal ein Interview gemeinsam gemacht. Da ging es ja um Theta Healing, auch um deine Person. Das war ja auch mal ganz wichtig. Vielleicht noch mal so mit ganz knappen Worten etwas zu deiner Person, damit die Zuschauer, die dich jetzt natürlich auch sehen können, auch wissen, wer ist Ari und wie kamst du überhaupt zu dieser Arbeit, ja? Ja, für mich ist Theta Healing eine Technik, mit der ich 2012 zum ersten Mal in Kontakt gekommen bin. Davor habe ich andere Techniken studiert, vor allem viele verschiedene Meditationstechniken. Ich habe Yoga studiert, eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, eine Reiki-Lehrerausbildung gemacht. Ich bin sehr, sehr viel gereist in den letzten Jahren und 2012 bin ich dann auf Theta Healing gekommen und ich habe da mehr über diese Technik entdeckt und es hat mich so sehr begeistert, dass ich einfach alle Seminare 2012 besucht habe, nachdem ich selbst eine Spontanheilung erfahren habe. Und seitdem bin ich auf dem Weg und unterrichte Theta Healing Seminare im deutschsprachigen Raum, aber auch international. Wunderbar. Ich denke, da wirst du gleich noch mit Sicherheit näher drauf eingehen. Jetzt weiß ich natürlich, möchte ich auch hier nochmal alle Zuschauer und Zuhörer darauf hinweisen. Ari hat natürlich auch eine Referentenseite bei uns im RLB Lotusblüte. Und dort könnt ihr mal schauen. Ihr seht ihn ja jetzt. Das Foto ist natürlich auch auf seiner Referentenseite. Einfach mal draufklicken, dann öffnet sich die große Seite. Da kann man schon etwas lesen. Und natürlich, ihr habt dort auch viele Hinweise zu seiner eigenen Website und seid da immer bestens informiert. Sie wird ja auch immer auf den neuesten Stand gehalten. Aber ich habe natürlich bei dir auch gelesen und wir haben uns ja auch vorher schon unterhalten. Es gibt ja viele Themen, die so ineinander fließen. Man sagt jetzt der große Begriff Theta Healing, jedoch diese vielen Themen, ich glaube, die würden uns jetzt mal ganz besonders interessieren und natürlich auch die Zuschauer und Zuhörer, dass man da mal auf diese einzelnen spezifischen Themen eingeht. Magst du das? Ja, sehr gerne. Theta Healing ist nicht nur eine Meditationstechnik, es ist eine Meditationstechnik, die durch viele Werkzeuge uns die Möglichkeit gibt, an uns zu arbeiten und zu wachsen. Theta Healing ist jedoch mehr als das. Das ist eine spirituelle Lebensphilosophie. Mhm. Theta Healing hilft uns, gewisse Tugenden in uns selbst wiederzuentdecken. Und nicht nur sie wiederzuentdecken, sondern sie wirklich auch umzusetzen. Weil im Endeffekt geht es ja darum, diese Tugenden in unserem Alltag einzusetzen, sodass wir einfach anderen helfen können und ein schönes Leben auch haben, gemeinsam ein schönes Leben haben. Du sprichst von Tugenden. Ja. Vielleicht das mal so ein bisschen näher definieren? Gerne. Ein Beispiel für so eine Tugend ist die Tugend des Mitgefühls. Das ist eine sehr wichtige Tugend. Und Theta Healing hilft uns, in diese Tugend mehr und mehr hineinzugehen, sie zu entdecken. Mhm. Theta Healing hilft uns, Mitgefühl für andere Menschen zu entwickeln und vor allem auch für uns selbst. Weil oft ist es so, dass wir uns selbst vergessen. Oh ja. Und gerade da ist es wichtig, dass wir aus dieser manchmal vielleicht Energie der Härte herauskommen und in diese Tugend des Mitgefühls hineinkommen. Mhm. Und des Weiteren ist es auch so, dass
dass manchmal Mitgefühl und Mitleid verwechselt werden. Und hier ist es sehr wichtig, dann auch mal klar zu unterscheiden, was Mitgefühl ist und was Mitleid ist. Weil wir müssen nicht mitleiden. Wir müssen nicht mit anderen mitleiden. Das wäre auch fatal. Ja. Richtig. Das wäre fatal, weil dann sind wir in dem Leid drin, das andere erfahren. Da ist es viel angemessener und passender, einfach in die Energie der Tugend, in die Energie des Mitgefühls, sich hineinzuversetzen, in die Tugend des Mitgefühls sozusagen, sich hineinzuversetzen. Genau. Und somit können wir andere auch besser unterstützen und besser verstehen. Also da erkenne ich mich jetzt ein Stückchen drin wieder. Ich sage zum Beispiel nie, du, das tut mir leid, sondern ich sage immer, ich fühle mit dir. Ja, genau. Es ist ganz wichtig, auch da mal so den Fokus drauf zu lenken, wie spreche ich denn überhaupt? Richtig. Wie denke ich? Richtig. Ja. Und da habe ich nochmal ein anderes Beispiel jetzt, zum Beispiel das Wort Entschuldigung, was wir oft benutzen. Oh ja. Wenn wir dieses Wort benutzen, dann nehmen wir die Schuld auf uns auf. Genau. Eine viel bessere Möglichkeit wäre, um Verzeihung zu bitten. Und noch eine höhere Schwingung, und da gehen wir wieder zu der nächsten Tugend über, das wäre die Tugend der Vergebung. Ja. Ja. Das ist nämlich eine sehr, sehr wichtige Tugend heutzutage. Oh ja. Und wir dürfen lernen, uns selbst zu vergeben, und wir dürfen auch lernen, anderen zu vergeben, von denen wir uns verletzt gefühlt haben. Genau. Wichtig ist ja auch, sich selbst zu vergeben. Richtig. Ich glaube, das ist ein Faktor, wo die meisten sich gar nicht so leicht mit tun. Ja. Diese Selbstvergebung, ja. Dieses Annehmen. Das mit dem Entschuldigen war sehr gut. Man lädt die Schuld auf sich. Genau. Und da mal den Fokus auf die Vergebung, Verzeihen. Genau. Zu lenken. Sehr schön. Und die Vergebung ist vor allem im Deutschen, das ist ein sehr kraftvolles Wort. Ja. Das benutzt man heutzutage fast gar nicht mehr. Richtig. Richtig. Das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und vielleicht ist es ganz gut, uns da wieder dran zu erinnern und diese Tugend mehr wieder in unser Alltag zu integrieren. Genau. Und zu leben auch. Genau. Und dazu hilft uns auch Theta Healing. Das ist einfach diese spirituelle Philosophie, die hinter Theta Healing steckt, die uns dabei unterstützt, diese Tugenden zu erkennen und auch anzunehmen. Könnte man auch fast vergleichen, durch Theta Healing bekommt man ein anderes Gedankengut und durch das Gedankengut einen anderen Wortschatz und somit eine andere gefühlsmäßige Haltung zu sich selbst als auch im Außen. Ja. So kann man das sehr gut vergleichen auch, genau. Ja, finde ich sehr gut, vor allem ist das gut nachvollziehbar. Also dass man da mal sagt, ja schau mal, das mit dem Entschuldigen finde ich genial. Ja, wie würdest du jetzt sagen, wenn du weißt, du hast irgendjemanden was vielleicht nicht Gutes getan und möchtest dich nicht entschuldigen, sondern möchtest um Verzeihung bitten? Ich würde das ganz klar auch formulieren und wirklich dann um Verzeihung bitten. Der Person nochmal sagen, was es war, wie ich sie vielleicht verletzt habe und dann um Verzeihung bitten. Und wenn es wirklich was sehr Tiefgehendes war, dann würde ich wirklich sogar das Wort Vergebung benutzen, weil das hat noch mehr Kraft. Einen tieferen Sinn. Das hat noch einen viel tieferen Sinn. Richtig. Also das finde ich schon viel, viel kraftvoller als diese Entschuldigung. Ja. Als solches. Ja. Wunderbar. Ja, ihr seht schon, das geht wieder mal um ganz banale Alltagsthemen auch, die natürlich immer wieder in unserem Alltag auch vorkommen. Und natürlich, ja, wir stolpern ja praktisch täglich darüber, richtig, wenn man so will. Ja. Ich finde es genial, dass du das auch nochmal hier mit diesem Theta Healing so näher beschreibst. Das ist das, warum wir uns ja auch heute hier treffen. Genau, ich freue mich auch, dass wir das besprechen. Genau. Bei den Tugenden würde ich sagen, ich hatte auch was gelesen bei dir mal von den zwei Grundsätzen.
Vielleicht magst du die mal etwas mehr erläutern, damit auch unsere Zuschauer und Zuhörer wissen, was ist denn damit gemeint, weil das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Das mache ich sehr gerne, und zwar in Theta Healing gibt es zwei Grundsätze, um mit dieser wundervollen Technik zu arbeiten. Mhm. Der erste Grundsatz ist Glaube an den Schöpfer von allem, was ist. Das heißt, hier geht es darum, dass wir an dieses kosmische Bewusstsein glauben, wie auch immer wir das nennen, ob wir dieses kosmische Bewusstsein jetzt Gott nennen oder Buddha nennen oder Shiva nennen oder Allah nennen, wie auch immer wir das bezeichnen, dürfen wir einfach an diese Energie von allem, was ist, glauben, damit wir mit Theta Healing arbeiten können. Weil im Endeffekt ist es genau diese Energie, mit der wir uns in Theta Healing verbinden. Ja. Und es ist diese Energie, von der wir mit dem Schöpfer von allem, was ist, mit erschaffen. Mhm. Deswegen ist dieser Grundsatz so wichtig. Mhm. Und der zweite Grundsatz ist der freie Wille. Ja. In Theta Healing respektieren wir den freien Willen von allen Personen. Wir respektieren alle Religionen, wir respektieren alle Kulturen, alle Rassen. Mhm. Und es ist einfach ein sehr wichtiger Grundsatz, den freien Willen jedes Einzelnen zu respektieren. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt mit jemandem zu arbeiten und um überhaupt Heilung auch bezeugen zu können. Mhm. Aber jetzt sagtest du gerade immer, der erste Grundsatz, diesen Glauben, egal was auch, an wen auch immer, was ist, wenn jemand sagt, ich glaube an nichts? Normalerweise ist es so, dass fast alle Menschen an etwas glauben. Das also fast alle Menschen glauben an etwas, und wenn es nicht jetzt eine religiöse Figur ist, dann ist es vielleicht aus dem wissenschaftlichen Bereich, und auch dort gibt es aus der Quantenphysik mittlerweile sehr tolle wissenschaftliche Belege, die von dem Energiefeld sprechen, das alles umgibt, das alles umschließt. Das heißt, wenn jemand gar nicht an Gott glaubt oder gar nicht an Buddha glaubt oder an Götter, dann kann er diese Energie von allem, was ist, als dieses Feld sehen. Das ist dieses allumfassende Feld. Mhm. Und deswegen bezeichnen wir auch die Energie als alles, was ist, weil im Endeffekt umfasst es wirklich alles. Es schließt alles ein. Stimmt. Also es wird weder personifiziert noch irgendwie in eine Glaubensrichtung, sondern alles, was ist. Das ist wunderbar erklärt. Und das kann man sich auch wirklich vorstellen, auch für denjenigen, der ich habe damit nichts am Kopf, ich glaube an nichts. Weil das ist ganz wichtig, also diese Energie mal zu sehen. Ich spreche auch immer davon, alles, was wir tun, denken, sprechen, wie wir handeln, geht ins morphogenetische Feld. Genau. Ja, es ist ja auch diese große Energie, die ja auch schon wissenschaftlich immer hinterfragt wurde. Ja. Genau. Und das ist immer so schön dann. Und vor allem heutzutage ist es sehr schön, weil die Wissenschaft immer mehr Belege und Beweise erbringt für das, was wir machen, für die Arbeit, die wir auch machen. Genau. Und das ist ja schön, wir möchten auch gerne das auch als eine Einheit auch sehen, dass der wissenschaftliche Teil und der spirituelle Teil sich dann auch vereinigen. Genau. Und das ist heutzutage schon in einigen Bereichen der Fall, und das kann man auch sehr gut erkennen. Ich finde das auch ganz wichtig, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir sagen, das ist eine Sache, die Wissenschaft hinterfragt ja gern, soll sie ja auch. Jedoch ist es auch gut, wenn man da mal auf einen gemeinsamen Punkt kommt. Genau. Einen gemeinsamen Nenner. Ich finde das auch sehr toll, weil ich persönlich auch sehr gerne hinterfrage. Mhm. Ich habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Ich bin ja studierter Diplombetriebswirt. Ja. Und auch da hatte ich mit Zahlen zu tun. Mhm. Und ich hinterfrage auch sehr gerne. Ja, ja, ja. Das finde ich auch ganz wichtig. Ari, es ist ja so, dieses ganze Feld, du gibst ja viele, viele Seminare. Ja. Ja. Unter anderem habe ich gesehen, Basisseminar, was ganz wichtig ist. Ja. Wo ich denke mal, Basis spricht ja schon für sich das Wort. Ich
bekomme ein Grundstück, eine Basis. Und da finde ich, auch da noch mal so ein bisschen einzutauchen, dieses Basisseminar, wenn ich jetzt zu dir komme und interessiere mich erstmal für Theta Healing, das ist die Grundvoraussetzung, und sage, das will ich jetzt mitmachen. Magst du da mal so ein bisschen reintauchen und da mal erklärend sagen, was ist das Basisseminar? Was vermittelt man da? Was bekommt man dort vermittelt? Sehr gerne gehe ich auch darauf ein. Das Basisseminar ist ein tolles Seminar, das für jeden geeignet ist. Jeder kann da mitmachen. Die einzige Voraussetzung ist, an die Energie von allem, was ist, zu glauben. Das ist die einzige Voraussetzung, um beim Basisseminar mitzumachen. Und das Basisseminar, das heißt Basis-DNA, Theta Healing Basis-DNA, das ist dafür gedacht, dass die Leute einen Überblick über die Theta Healing Technik kriegen, was Theta Healing ist. Da gehen wir auf sehr, sehr viele Themen ein, wie zum Beispiel die 5 Gehirnwellen, der Theta-Zustand. Wir sprechen über die Chakren, über die intuitiven Sinne. Wir sprechen darüber, wo sich die Glaubenssätze befinden, über das Unterbewusstsein. Wir erklären die Glaubensebenen, in denen begrenzende Glaubenssätze vorzufinden sind. Wir erzählen auch, wie diese zu erkennen sind, zu testen sind, wie man die ändern kann. Die Teilnehmer lernen auch, wie sie positive Gefühle erschaffen können oder Gefühle wieder im Gleichgewicht bringen können. Sie kriegen eine Einführung in die Manifestationstechnik. Wichtig, ja. Das ist eine sehr wichtige Sache heutzutage, dass man weiß, wie man manifestieren kann, wie man das in seinem Leben kreieren kann, was man möchte. Das Thema Schutzengel wird besprochen. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Thema, ist auch eine sehr schöne Energie. Da gibt es weitere Übungen, wie zum Beispiel Zukunftslesungen. Es wird auch über die DNA gesprochen. Sehr, sehr viele, es gibt sehr, sehr viele Themen im Basisseminar. Das Basisseminar dauert 3 Tage. Und es gibt sehr viele Themen und vor allem sehr viele Übungen auch. Das ist wichtig. Ja. Das ist wichtig, weil selbstverständlich lernen die Teilnehmer auch die Theta-Meditation, die lernen, wie sie in den Theta-Zustand gehen und wie sie auch intuitive Körperlesungen machen und alles, was man machen kann mit Theta-Healing. Und sehr schön. Es sind sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man mit Theta-Healing hat, und sie kriegen dann eine sehr große Palette an Werkzeugen innerhalb von 3 Tagen. Sehr schön. Theta-Meditation, nächster Stichpunkt, der sich gerade bei mir so auftut. Theta-Wellen. Also es wird geübt, diese Theta-Meditation, um gleichzeitig auch in diesen Theta-Zustand zu kommen. Da sind wir bei den Gehirnwellen. Ja. Finde ich ein ganz wichtiges Thema. Das geht ja so einher, die Gehirnwellen mit der Theta-Meditation. Ist richtig, ja? Genau, das ist richtig. Die Technik heißt ja Theta-Healing, weil die Vaiana Stibel, die Begründerin, festgestellt hat, dass sie bei dieser Meditation ihre Gehirnwellen in einen Theta-Zustand versetzt hat. Ja. Und es gibt 5 verschiedene Gehirnwellen. Ich gerade sagen, wir müssen erstmal die einzelnen Gehirnwellen mal erklären, was wir da alles haben. Und das Tolle ist, dass auch diese Gehirnwellen mittlerweile von der Wissenschaft auch belegt wurden. Die kann man sehr gut heutzutage messen, und es gibt sehr, sehr viele Geräte, die diese Gehirnwellen messen, anzeigen. Also auch das ist sehr schön von der Wissenschaft mittlerweile. Das ist nachweisbar. Nachweisbar. Das stimmt, ja. Und diese 5 Gehirnwellen, das sind zum einen die Beta-Gehirnwelle, das ist die erste Gehirnwelle. Das ist die Gehirnwelle, in der wir normalerweise sprechen. In der wir uns jetzt befinden. Genau, in der wir uns jetzt auch befinden, wenn wir miteinander kommunizieren, wenn wir auch nachdenken, ist unser Gehirn meistens in einer Beta-Welle. Ja. Und diese Gehirnwelle befindet sich zwischen 21 bis 28 Zyklen pro Sekunde. Und
diese Gehirnwelle, das ist die Gehirnwelle, die hauptsächlich vorherrscht, wenn wir aktiv sind in unserem Alltag. Ja, richtig. Mhm. Die nächste Gehirnwelle, das ist die Alpha-Welle. Das sind dann 21 bis 7 Zyklen pro Sekunde. Mhm. Und der Alpha-Zustand ist schon ein meditativer Zustand. Genau. Da geht unser, das sind schon meditative Gehirnwellen. Und da ist es auch so, dass wir zum Beispiel, wenn wir tagträumen, in eine Alpha gehen. Mhm. Auch bei Reiki zum Beispiel, das wurde auch nachgewiesen. In Alpha-Zustand, dass, ja. Wenn man Reiki praktiziert, dass da auch die sowohl der Klient als auch der Praktizierende in einen Alpha-Zustand geführt werden. Mhm. Und das ist ein entspannter, ein meditativer Zustand. Kann man auch vergleichen, kurz vor dem Einschlafen ist man auch so fast in den Alpha-Zustand. Ja, da ist man fast in diesem Alpha-Zustand. Und wenn man sich das dann auf, wenn man sich das ganz genau anschaut, sind die Wellen fließend. Die Gehirnwellen, die haben so einen fließenden Übergang auch. Im Alpha-Zustand kann man auch sehr viel lernen. Da kann man auch ganz gut lernen, genau. Alpha-Zustand ist auch ein Zustand, in dem man sehr, sehr viel aufnehmen kann. Kommt, ja, fühle ich sehr gut, absolut. Und der Alpha-Zustand geht ja bis sieben Zyklen pro Sekunde. Und 7 bis 4 Zyklen, da sind wir schon in Theta und wir sehen, dass der Übergang fließend ist. Ja. Und das ist schon der erste Traumzustand. Theta ist auch der Zustand, den man zum Beispiel in der Hypnose erreicht. Und Theta ist auch das, was wir als das Unterbewusstsein bezeichnen würden. Richtig, ja. Dort befindet sich alles. Dort befinden sich all unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, unsere Erinnerungen. All unsere Programme. Kann man viel abfragen, ja. Da ist, glaube ich, alles abzufragen, dieser Zustand. Da hat man Zugang zum Unterbewusstsein. Ja. Und das ist das Tolle dabei. Ja. Das finde ich das Tolle bei Theta Healing, weil man bewusst Zugang zu diesem Unterbewusstsein hat. Ja, ja. Und das ist sehr spannend, weil im Unterbewusstsein alles Mögliche dort gespeichert ist. Viele Sachen, die uns selbstverständlich voranbringen, die nützlich für uns sind, aber auch einige Sachen, die wir vielleicht gerne ändern möchten, die uns vielleicht begrenzen. Und das können wir dann machen, wenn wir dann in diese Meditation hineingehen. Und für den Theta-Zustand wurde früher sehr viel auch meditiert, um diesen Zustand auch zu erreichen. Ja. Und wir können den durch diese geführte Meditation erreichen und wir können die Leute führen, dann diesen Zustand tiefer und tiefer zu erreichen. Genau. Weil auch hier gilt natürlich, je öfters man natürlich in Theta geht, je öfters man den Theta-Zustand hält, desto tiefer kommt man auch rein. Genau. Genau. Und dann gibt es noch den Delta-Zustand, ja. Das ist von 4 bis 0. Zyklen pro Sekunde, das ist dann der Tiefschlaf. Und zusätzlich gibt es noch den Gamma-Zustand, der liegt bei ca. 50 bis 4000 Zyklen pro Sekunde und das sind höhere geistige Aktivitäten. Da ist unser Gehirn bzw. Teile unseres Gehirns sind dabei sehr hohe sehr viel Information auch zu verarbeiten. Also der Gamma-Zustand praktisch angeknüpft ans Universum, dass man dort eben halt Informationen, dass die einfach reinfließen. Es wurde schon festgestellt, und das auch wissenschaftlich, dass bei einer Spontanheilung die Gehirnwellen zwischen Theta und Gamma hin und her schwanken. Ja, kann ich mir vorstellen. Weil es ist ein sehr tiefer, entspannter Zustand, in dem man Zugang zum Unterbewusstsein hat. Und gleichzeitig ist diese höhere geistige Aktivität aus dem Gamma-Zustand. Ja. Und da ist ein ständiger Wechsel, beziehungsweise beide Gehirnwellen werden ausgesendet. Genau, genau. Und so kann dann diese Veränderung, weil es eine komplette Veränderung, die dann entsteht, dann vonstatten gehen. Also das ist gut nachvollziehbar. Also wie gesagt, es ist alles nachgewiesen.
diese Gehirnwellen sind wirklich auch wissenschaftlich bewiesen. Also da reden wir jetzt hier nicht irgendetwas, sondern das kann man echt nachlesen und natürlich ist es auch nachgewiesen. Ich habe jetzt mal noch zu den Gehirnwellen eine Frage, und zwar, wir sprechen ja immer von Glaubenssätzen, und ich weiß, dass es keinen Menschen gibt, keinen auf der Mutter Erde, der nicht von irgendwelchen Glaubenssätzen geprägt wurde, geprägt ist und auch noch geprägt immer noch ist. Und diese Glaubenssätze sind ja nun wirklich auch umzuwandeln, was ja ein wichtiger Faktor ist. Denn wenn ich die alten Glaubenssätze beibehalte, wird sich nie was ändern. Ja? Und es heißt ja nicht umsonst Glaubenssätze. Ich glaube an diese Sätze. Das ist sehr gut. Das ist ja das Nonplusultra für mich. Da gibt es nichts anderes, das und nichts anderes. Ja. Hat Vater schon gesagt, hat Oma schon gesagt und Opa auch. Ja. Ja? Diese Glaubenssätze zu ändern mit Theta Healing ist es möglich, das weiß ich. Da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Ist das nur im Alpha-Zustand möglich oder im Theta-Zustand? Idealerweise im Theta-Zustand. Im Theta ist man einfach tiefer im Unterbewusstsein. Traum, ja, oder? Das ist schon, genau, da ist man schon, genau, da ist man schon in der ersten Traumphase und im Unterbewusstsein und wie in der Hypnose, nur dass man sich da noch bewusst ist. Und das ist das Spannende dabei. Genau. Und deswegen ist es immer empfehlenswert, möglichst tief in die Meditation hineinzugehen, uns möglichst tief mit dieser Energie von allem, was ist, zu verbinden, sodass wir dann dementsprechend, wenn wir Glaubenssätze ändern wollen, dass wir die ändern, weil diese Glaubenssätze sich auf verschiedenen Ebenen befinden können. Und das ist mit einer der Gründe, warum alle Menschen, oder wie du auch gesagt hast, wahrscheinlich alle Menschen auf dieser Welt noch von bestimmten Glaubenssätzen geprägt sind. Ja. Weil diese Glaubenssätze auf ganz unterschiedlichen Ebenen vorzufinden sind. Und sie wirken auch manchmal unbewusst, diese Glaubenssätze. Selbstverständlich. Nicht immer bewusst, aber das ist einfach da. Und danach wird sich gerichtet und man glaubt daran. Genau. Ja. Das sind einfach irgendwelche Programme, die uns dazu bringen, gewisse Sachen zu machen und gewisse Sachen zu wiederholen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Genau. Und manche Sachen davon können schädlich für uns sein. Oh ja. Manche Sachen davon können uns sehr begrenzen. Und das ist dann unter anderem der Grund, warum wir vielleicht nicht finanziellen Wohlstand in unser Leben erschaffen können, warum wir vielleicht eine bestimmte Krankheit nicht ändern können, nicht darüber hinwegkommen können. Genau. Weil das kann auch unter anderem der Grund sein, warum wir vielleicht unseren Seelenpartner nicht finden, um auch das Thema anzusprechen. Ja, ganz wichtig. Ich denke gerade diese, wir wollen ja nicht alles den Eltern in die Schuhe schieben. Da gibt es ja nun wirklich, da gibt es ja die Urgroßeltern und darüber hinaus die Ahnen. Jedoch daraus rührt das ganze Jahr. Aus der Ahnengalerie. Es wurde ja von Teil zu Teil weitergegeben und letztendlich ist es bei uns gelandet. Und wenn wir nichts dran tun, geben wir es auch wieder weiter an die nächste Generation. Und so sieht man mal, dass diese Negativglaubenssätze, die uns begrenzen, die uns behindern, dass das wirklich fatal ist, da nicht mal zu sagen, da will ich jetzt was dran tun. Und da ist der erste Schritt, dass wir erkennen, dass wir es sind, die die Verantwortung übernehmen dürfen. Ja, genau. Wir dürfen die Verantwortung übernehmen und wir können das nicht jemand anders in die Schuhe schieben. Genau. Und diese Glaubenssätze, manche sind ja aus diesem Leben entstanden, vor allem sehr viele aus der Kindheit, aus der frühen Kindheit. Andere haben wir von unseren Eltern, Großeltern übernommen. Andere können auch aus dem kollektiven Bewusstsein kommen. Mhm. Und wiederum andere sind sehr, sehr tiefe Glaubenssätze, die uns prägen, die bis auf der Seelenebene hinuntergehen können. Ja. Und selbstverständlich haben diese verschiedenen Ebenen und dort, wo sich die Glaubenssätze befinden auf diesen unterschiedlichen Ebenen, einen sehr großen Einfluss auf unser Alltag, auf unser Leben, auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlbefinden, auf unser Gleichgewicht. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist das wichtigste Thema überhaupt,
um da erstmal in erster Linie an sich selbst zu arbeiten. Ja. Das ist ganz wichtig. Und das ist ein sehr gutes Stichwort, auf sich selbst zu arbeiten, weil in Theta Healing lernen wir, wie wir an uns selbst arbeiten können und wie wir auch mit anderen Menschen arbeiten können, die anwesend sind, aber auch über die Ferne, weil wir einfach über diese Energie von allem, was ist, mit allem verbunden sind. Wir sind ja miteinander verbunden. Genau. Das ist das Schöne. Das wird auch manchmal gar nicht so einfach verstanden, dass ich auch oft sage, selbst wenn ich dich nicht sehe, noch nicht einmal mit dir spreche, spüre ich deine Energie und weiß genau, was los ist. Genau. Es ist einfach so. Und jeder hat es schon gemerkt, insbesondere bei Menschen, die uns sehr nahe stehen. Ja. Da haben wir manchmal gewisse Vorahnung, da spüren wir die Verbindung total, mit ihnen. Ja. Und das hat jeder schon irgendwie mal gespürt. Was das Komische ist, ist noch gar nicht, nicht einmal komisch. Man kann sich nichts mehr vormachen gegenseitig. Ja. Das ist das Schöne. Ja. Weißt du, dieser Effekt, ach, dem erzähle ich jetzt mal was oder der erzähle ich mal was, das geht irgendwie gar nicht mehr. Weil in dieser Energie spürst du es. Du spürst es. Und das ist so richtig wunderschön. Ja. Weil die Wahrheit ist der Weg zur Freiheit. Das ist es. Und das, danke. Das ist etwas sehr Kraftvolles, dass wir erkennen, dass wir über die Wahrheit zur Freiheit gelangen können und dass es unser Weg ist und dass die wir selbst Wahrheit dafür... Zu sich selbst und natürlich zu allem aus. Genau. Ganz wichtig, also das ist das wichtigste Thema überhaupt. Dieses ganze Verdummdäufeln, was so manchmal passiert, das ist nichts. Nicht das Richtige. Das ist ja schön, weil wir aus allem lernen dürfen. Ja, ja. Das Gleiche gilt ja auch zum Beispiel bei diesen begrenzenden Glaubenssätzen. Alles, was wir in unserem Leben erfahren, auch diese begrenzten Glaubenssätze, die wir noch haben oder irgendwie noch halten, noch an denen festhalten, wir dürfen ja was daraus lernen. Mhm. Wir haben die Möglichkeit, was daraus zu lernen. Und das ist das Schöne dabei, weil indem wir lernen, können wir auch wachsen. Richtig. Können wir spirituell wachsen, können wir den nächsten Schritt tun. Richtig. Und wir sind in einer wunderbaren Zeit, wo wir das machen dürfen. Mhm. Und auch hier, wir haben den freien Willen. Natürlich haben wir den. Das ist ganz wichtig. Ja, ich denke, bevor wir jetzt weitermachen, gönnen wir uns und natürlich auch unseren Zuschauern und Zuhörern jetzt ein kleines Päuschen und lasst euch jetzt so ein bisschen leiten von der schönen Musik und es kommt auch ein bisschen Werbung für euch. Bis gleich, nicht weglaufen.
und schon sind wir wieder zurück. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes kleines Päuschen. Wir hatten es, wir haben es genossen. Wir waren bei den Glaubenssätzen. Vielleicht habt ihr euch auch gerade jetzt persönlich mal damit auseinandergesetzt oder sogar eine Unterhaltung geführt über die Glaubenssätze. Jedoch, es geht ja noch weiter, Ari. Die Glaubenssätze als solches, wir haben die Wichtigkeit festgestellt, sie können ja auch Angst machen. Ich denke, so Ängste und Traumata, hängt das auch mit den Glaubenssätzen irgendwo doch in Verbindung? Ja, manche, genau, das hängt sogar sehr, sehr stark miteinander in Verbindung. Manche Ängste, die sind sehr tief sitzende Ängste. Und da gibt es eine Technik, in Theta Healing, die wir Grabensarbeit bezeichnen. Graben ist gut. Graben, genau. Ja. Da geht es darum zu graben, ja, und herauszufinden, wo diese Ängste herkommen oder wo das Trauma herkommt. Weil es ist wichtig, diesen Ursprung zu erkennen. Es ist wichtig, diese Ursprungssituation zu erkennen, die das Trauma oder die Angst erzeugt hat, damit die Situation, damit die Emotion der Angst und die damit verbundenen Glaubenssätze oder der damit verbundene Glaubenssatz dann auch aufgelöst ist, sodass diese Person dann zumindest in Bezug auf die Angst, die sie bearbeiten wollte, angstfrei weiterleben kann. Genau. Ich denke, das ist auch wichtig. Ein Glaubenssatz zu ändern heißt ja nicht nur, weil ich liebe positives Denken, nichts dagegen, jedoch nach dem positiven Denken ihn nur umzuformulieren und ihn dann immer wieder zu sprechen, zu affirmieren, sondern wir glauben dann wieder nicht dran irgendwann, oder? Ja, es ist wichtig, den Glaubenssatz im Unterbewusstsein zu ändern. Ja. Und zusätzlich ist es wichtig, positiv zu denken. Mhm. Sprich, den Glaubenssatz, den man geändert hat oder das Thema, das man bearbeitet hat, dass man das auch im Alltag positiv damit umgeht, dass man wirklich im Alltag auch rauskommt aus diesen alten Mustern und sich dessen bewusst wird. Genau. Und da spielt die Kraft der Gedanken und der Worte eine große Rolle. Oh ja. Da spielt das eine sehr große Rolle, was man denkt, was man sagt. Und deswegen dürfen wir uns in unserem Alltag auch immer wieder selbst beobachten und wir dürfen uns immer wieder auch zurück auf diesen Weg bringen des positiven Denkens. Das ist eine sehr große Unterstützung und auch das ist ein Thema, das wir im Basisseminar besprechen. Genau. Die Kraft der Worte und Gedanken, das ist sogar ein sehr, sehr wichtiges Thema. Genau. Ich habe da so ein kleines Beispiel, weil Kraft der Gedanken, haben wir gerade gesagt, das, was wir denken, ist ganz wichtig, denn das, was wir heute und ständig und immer wiederkehrend denken, wird wahr. Ohne Wenn und Aber, weil es wird magnetisch, sag ich mal immer so. Es ist ein Magnet. Es ist einfach so. Glaubenssätze zu ändern, habe ich so meinen eigenen Trick für mich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin gesund, bin aber gar nicht gesund, habe vielleicht noch Schnupfen, Husten, was weiß ich, und ich sage mir jetzt, ich bin gesund. Und sagt mein Kopf, du bist doof, aber nicht gesund. Du hustest noch und du schnupfst noch. Und ich mir dann die Frage stelle, warum bin ich gesund? Mhm. Dann versteht es auch hier oben mein Verstand. Mhm. Da mal zu sagen, warum bin ich jetzt gesund? Ja. Und dann kann auch dieses Gesundwerden langsam Einkehr halten. Ja. Also man darf sich immer die Frage stellen, was dahinter steckt. Mhm. Und dieses Hinterfragen, warum wir gewisse Situationen erzeugen in unser Leben und vor allem immer wieder erzeugen, warum wir gewisse Glaubenssätze haben, das hilft uns, die zu verstehen. Ja. Und das hilft uns, sie dann loszulassen im Endeffekt. Genau. Weil wir verstehen, wenn wir verstehen und vollständig verstanden haben, wie sie uns genutzt haben oder wie uns bestimmte Situationen genutzt haben, die wir durch unsere Glaubenssätze erzeugt haben, dann können wir das auch loslassen und dann können wir voranschreiten und wir können Situationen erschaffen, die vielleicht nicht auf Chaos basieren. Genau. Genau. Nicht auf Drama basieren. Genau, ganz genau. Finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Also ein toller
vor allen Dingen das Graben, das hat mich jetzt gerade so angesprochen. Ja. Ich grabe nach der Ursache, um endlich an die Wurzel zu kommen, denn sonst wird sich da nie was tun. Ja, und das ist auch so, dass wenn wir in Theta Healing eine Heilung anweisen und keine spontane Heilung stattfindet, dann hängt es höchstwahrscheinlich mit irgendwelchen begrenzenden Glaubenssätzen zusammen. Ja. Und dann ist es der Moment, wenn diese Gramstechnik einsetzt und wenn wir dann anfangen dürfen, durch die Führung vom Schöpfer von allem, was ist, tiefer und tiefer ins Unterbewusstsein zu graben, um herauszufinden, den Klienten zu helfen, herauszufinden, wo diese Situation entstanden ist, wo das Trauma entstanden ist, damit das aufgelöst werden kann. Genau, diese Ängste. Oder was für Glaubenssätze eventuell dort noch die Krankheit blockieren oder festhalten. Ja, ganz wichtig. Ja. Wichtiger Aspekt. Ist natürlich auch schon, ich glaube, in deinem Basisseminar habt ihr da auch schon so etwas drin? Ja. Mit dem Graben? Genau. Auch wir haben schon. Im Basisseminar wird auf die Grabenstechnik eingegangen. Ah ja. Im Aufbauseminar ein bisschen detaillierter. Ja. Und es ist so, dass in Theta Healing sehr viele verschiedene Seminare mittlerweile entwickelt wurden, weil diese Technik nun schon seit über 20 Jahren besteht und die Vajana hat diese Technik, Vajana Stiebel hat diese Technik entwickelt und vor allem sie entwickelt sie weiter, diese Technik entwickelt sich ständig weiter und es gibt sehr, sehr viele tolle, spannende Seminare, aber im Basisseminar, da ist schon fast alles dabei, da ist schon fast alles gesagt, da ist schon sehr, sehr viel Information. Und die Leute können dann, die Teilnehmer können selbst entscheiden. Genau, aufgrund eines Basisseminars kann ich ja sagen, das wird mich jetzt nun ganz besonders interessieren. Dann kann ich mich natürlich auch speziell zu einem anderen Vertiefungsseminar oder Aufbauseminar anmelden. Genau. Das ist richtig. Genau, und das ist absolut kein Zwang. Und um die Technik zu lernen, um die Meditation zu lernen, um all diese Themen zu lernen, die wir gerade besprochen haben, dafür ist das Basisseminar schon gedacht und das ist sehr gut dafür. Das finde ich also absolut wichtig. Ich habe hier gerade etwas liegen, das möchte ich jetzt schon mal zeigen. Sehr gerne. Und zwar von Vajana Stiebel. Stiebel. Also Vajana Stiebel. Das Buch, worüber ich mich jetzt ganz besonders freue, denn Ari hat es uns mitgebracht. Ich werde es auf jeden Fall lesen, denn ich bin sehr interessiert an dieser Technik und möchte sie auch mal für mich noch so ein bisschen vertiefen. Finde ich ganz toll. Sehr gerne. Vielleicht sehen wir uns ja auch mal auf dem Seminar. Das würde mich sehr freuen. Ja. Das würde mich sehr freuen. Das ist ein sehr, sehr tolles Buch. Ich habe dieses Buch 2012, als ich diese Technik kennengelernt habe, da habe ich das Geschenk gekriegt, noch bevor ich zum Basisseminar bin. Und ich habe es innerhalb von 4 Tagen gelesen. Das hat mich einfach begeistert. Ich war begeistert vom Buch. Und das war mit unter anderem der Grund, das Basisseminar zu besuchen und dann weiterzumachen. Jeder Teilnehmer vom Basisseminar erhält dieses Buch im Basisseminar. Oh, toll. Zusätzlich zu dem Handbuch, das es noch für das Basis-DNA gibt. Oh, sehr schön. Ja. Also kann man auch nochmal zu Hause nachlesen, mehr vertiefen jetzt anhand des Handbuchs, oder? Genau, also das Handbuch, das ist auch gedacht, dass man dann die ganzen Übungen dann nochmal hat, die Informationen, die im Basisseminar besprochen, nochmal nachlesen kann. Und das Buch vor allem, das ist sehr toll, weil das Buch ergänzend ist noch zum Handbuch und außerdem stehen im Buch sehr, sehr viele persönliche Geschichten von Vajana Stiebel. Es steht auch natürlich die Geschichte drin, wie Theta Healing entwickelt wurde, die Geschichte, wie sie sich selbst von Krebs befreit hat und noch viele, viele weitere spannende Themen, spannende Geschichten. Also ein spannendes Buch. Ich freue mich schon darauf, es lesen zu dürfen. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe mir hier so einen kleinen Spickzettel gemacht, das darf ich mal, um mal zu schauen.
Ja, was mich noch so absolut nochmal interessieren würde, über die Ängste, da haben wir schon gesprochen, die Glaubenssätze lassen mich sowieso nicht los, das muss ich wirklich sagen. Es ist einfach so. Was auch wichtig ist, das haben wir vorhin in der Pause so ein bisschen besprochen, mit den Glaubenssätzen, da hängt ja auch die Verhinderung des Findens des Partners, sprich Seelenpartner, auch Ja. ganz oft von ab. Ja. Ja. Dass man da einmal gehindert wird, irgendwann den richtigen, wirklich richtigen Partner zu finden. Ja. Das ist auch ganz wichtig, denke ich mal. Ich glaube, über den Seelenpartner, da werden wir uns nochmal gesondert unterhalten müssen. Das ist ein sehr, Ne? sehr Sehr wichtiges Thema ausgiebiges Thema, und wir ja. können uns sehr gerne nochmal gesondert darüber Ja. unterhalten. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Du, jetzt gehe ich nochmal auf die Seminare. Ich weiß von dir, Ari, dass man dich auch einladen kann. Also es heißt, jemand hat vielleicht eine Gruppe zusammen. Wie viele müssen, sollten es mindestens sein? Ab 12 Leute gehe ich gerne im deutschsprachigen Raum zu den Orten, wo mich die Leute einladen möchten. Toll. Also für die Räumlichkeit muss gesorgt sein und natürlich auch Genau. für das Kommen der Leute. Genau, das Also ist. ab 12 Leute kann man Ari einladen, erhält dann ein Basisseminar Genau. und da kann man wirklich jede Menge lernen. Das finde ich auch eine tolle Sache, weil du reist ja sowieso gern, Ich reise dass du sehr auch gerne. immer, wie gesagt, auch zu den einzelnen Orten hinkommst. Wenn jetzt jemand in Ostdeutschland ist und sagt, ich komme da nie hin, aber ich hätte die Möglichkeit, hier einen Raum zu haben und Leute finde ich genug, die da gerne dran teilnehmen möchten, einfach mit Ari in Verbindung setzen, ihn anschreiben, anrufen, kann man dich auch. Hast auch eine Selbstverständlich. Telefonnummer auf deiner Website. Ich glaube, die steht sogar auf der Referentenseite drauf. Ja. Also man kann ihn wirklich immer kontaktieren und natürlich dann auch ihn einladen, am Ort und Stelle ein Seminar abzuhalten. Finde ich ganz Ja, genial. das finde ich auch. Das finde ich toll. Und ich würde mich freuen, wenn auch die eine oder andere Einladung dann kommt. Und dann Wäre können wir toll. gerne auch Details besprechen. Das finde ich ganz, ganz super, muss ich echt sagen. Also wäre richtig schön. Wir überlegen mal, ob wir das nicht auch mal machen. Ich würde mich Das sehr gerne wäre freuen, hierher zu vielleicht auch kommen. eine Möglichkeit, Sehr da mal gerne. was zu tun. Sehr gerne. Also an Räumlichkeiten sollte es nicht Ja. scheitern, die hätten wir immer. Sehr Ja, gerne. das wäre vielleicht mal nämlich, ich muss mal schauen, wie ich da so meine Fühler ausstrecke. Ja. Jo. Ich würde sagen, Ari, was hast du von deiner Seite noch? Wir hatten ja, wie gesagt, auch schon im Vorfeld mal über einiges gesprochen. Haben wir jetzt, auf den Glaubenssätzen sind wir sehr hängen geblieben. Ja. Aber sie sind ja auch wichtig. Ja. Was kommt dir gerade noch rein, wo du sagst, das ist auch noch, da möchte ich auch noch drüber reden? Was mir sehr wichtig ist, zumindest in diesem Moment, was gerade noch kam, worüber ich reden möchte, ist, dass jeder, finde ich, auf sein Herz hören sollte. Dass jeder anfangen sollte, auf seine Intuition zu hören. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, finde ich, für mich. Und das in Bezug auf, welche Seminare man besuchen möchte, mit wem man sie besuchen möchte, wann man sie besuchen möchte, aber auch in Bezug auf das, was man in seinem Alltag machen möchte, auf die Entscheidungen, die man im Alltag treffen möchte. Weil wir heutzutage viel zu sehr im Kopf sind. Durch diese schnelllebige Welt, in der wir uns nun mal befinden, durch den Stress, der in fast allen Lebensbereichen erzeugt wird, finde ich das ein sehr wichtiger Teil, dass wir wieder bewusst zu unserem Herz, zu unserem Herzen zurückfinden und da auch viele Entscheidungen dann auch mit der Führung des Herzens auch treffen. Finde ich also absolut wichtig. Gerade ich sage immer, das sind so die Herzensentscheidungen. Ja. Das sind die besten Entscheidungen, die man jemals machen kann. Ja. Alles andere, wenn ich schon 10-mal überlegen muss, dann soll ich plötzlich die Finger davon. Ja. Das bringt nichts, ja. Da kann ich auch immer nur zu ermuntern, auf euer Herz oder auf euren Bauch, das ist auch wichtig, da wirklich drauf zu hören.
denn dann liegt ihr richtig. Dann ist es richtig optimal für euch. Ja. Ari, mir kommt gerade so ein Gedanke. Wir hatten zum Beispiel hier, wir so im Studio, bevor wir hier zum Interview kamen, eine wunderbare Meditation gemeinsam kurz durchgeführt. Und die hat uns einfach in eine andere Schwingung gebracht. Wäre es möglich, auch jetzt mal eine Meditation durchzuführen, einfach mit, um mit unseren Zuschauern, mit unseren Zuhörern gemeinsam jetzt nochmal, wir sprachen ja von der Herzenergie, vielleicht ist das sogar möglich, mit der Herzenergie mal zu arbeiten, damit wir uns da mal verbinden können, denn alles ist eins. Ja, das machen wir gerne. Es wird jetzt keine Theta Healing Meditation sein, wir machen einfach eine Herzmeditation. Ja. Und ich führe euch und ich führe selbstverständlich auch die Zuhörer und die Zuschauer gerne in eine Herzmeditation rein. Herrlich, da freuen wir uns doch. Schließe deine Augen und atme 2-3 Mal tief ein und aus. Spüre den Atem, wie er durch die Nasenhöhlen hineinströmt und wieder herausströmt. Spüre deinen ganzen Körper. Atme weiterhin langsam und bewusst ein und aus und spüre den Raum in deinem Herzen. Spüre den energetischen Herzraum. Und stell dir vor, wie dieser mit jeder Einatmung sich vergrößert. Mit jeder Einatmung wird der Raum in deinem Herzen größer und größer. Und du entspannst dich weiter und weiter. Spüre die Energie des Mitgefühls und erlaube dir Mitgefühl für dich selbst zu haben. Spüre die Energie der Liebe und erlaube dir, Liebe für dich selbst zu spüren. Und spüre, wie dieser Raum in deinem Herzen noch tiefer wird, noch weiter wird. Und spüre, wie du durch dein Herz mit allem verbunden bist. Erlaube dir, dieser Verbindung bewusst zu sein.
Erlaube dir einfach nur zu sein. Atme dann tief ein und öffne deine Augen. Ups. Das war wunderbar. Absolut. Ich denke, auch unsere Zuschauer, unsere Zuhörer werden es bestimmt auch so erfahren haben. Waren wir jetzt im Alpha- oder im Theta-Zustand? Ich war im Theta, glaube ich. Je nach Zuschauer kann es sein, dass manche im Alpha, manche bis in Theta sind. Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Das war eine ganz spontane, geführte Meditation gerade. Ich fand es einfach herrlich. Vor allen Dingen, gut wäre jetzt, ich meditiere mal sehr gern und ich gehe auch schnell in die einzelnen Zustände. Wenn es bei dem einen oder anderen vielleicht anders war, alles ist richtig, ja, alles okay. Ich habe mich also wirklich ganz tief gefühlt. Absolut entspannt und bin ich immer noch. Sehr schön. Ja, wir sind natürlich wieder im Theta-Zustand. Das finde ich also absolut gut. Müssen wir ja auch, wenn wir uns weiter unterhalten wollen. Ari, deine Website, magst du die vielleicht nochmal hier unseren Zuschauern, unseren Zuhörern benennen? Vielleicht auch deine E-Mail-Adresse, damit man auch dich kontaktieren kann. Und ich weise natürlich immer noch darauf hin, er hat eine Referentenseite bei ALB Lotusblüte. Wenn ihr da drauf klickt und schaut, findet man ja schon auf der Startseite bei ALB Lotusblüte. Auf sein Foto klicken, öffnet sich die Seite, da findet ihr alle Daten. Ja, bitte gebt doch nochmal alles. Sehr durch. Gerne. Die Webseite ist www.atman.events. Und die E-Mail ist info@atman.events. Super. Super. Ja, dann haben wir das auch nochmal hier, ich sag mal, wörtlich im Beta-Zustand darüber gegeben. Das ist auch ganz wichtig. Aber ich kann mich nur bedanken bei dir für diese wunderbaren Ausführungen. Wenn ich ganz ehrlich bin, könnte ich mit dir hier noch stundenlang reden. Denn es sind immer noch so ein paar Themen, ich habe mir ja so ein paar Stichpunkte hier mal aufgeschrieben, die mich ganz brennend interessieren würden. Jedoch würde ich sagen, für so einzelne Stichpunkte, da machen wir mal einen gesonderten Termin. Dazu müssten auch nochmal die Glaubenssätze herhalten. Weil ich finde, das ist so ganz wichtig, um den Hörern und den Zuschauern natürlich auch näher zu bringen, was kann ich letztendlich für mich tun? Und ich lege euch Ari wieder ganz wärmstens ans Herz. Besucht einfach sein Basisseminar. Ich werde es auch tun. Erst lese ich mal das Buch, dann gehe ich zum Seminar und dann geht es mir gut. Das weiß ich. Ja, macht es auch einfach so, weil das ist wirklich ein guter Weg. Ihr schafft euch eine gesunde Basis und darauf kommt es ja an. Dass ein jeder sich selbst eine super gute Basis erschafft, damit er mit sich klarkommt und wenn er dann natürlich auch noch beabsichtigt, in diesem Bereich mal tätig zu werden, braucht er das Basisseminar sowieso. Ja. Ist richtig, ja. Das ist richtig. Ganz wichtig. Also, ihr habt alle Möglichkeiten, setzt euch mit Ari in Verbindung, ja. Ich möchte mich nochmal recht herzlich für die Einladung bei dir bedanken. Gerne. Recht herzlich für das Interview und selbstverständlich möchte ich mich bei allen Zuschauern bedanken
und auch bei allen Zuhörern bedanken. Und ich würde mich sehr freuen, vielleicht auch den einen oder anderen in einem meiner Seminare begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank. Einfach sagen, ich habe dich bei Elbe Lotusblüte gesehen, ich habe dich gehört dort und jetzt bin ich hier. Ja. Ja. Ich sage auch von Herzen Dankeschön für euer Zuhören, für euer Zuschauen. Dankeschön, dass es euch alle gibt da draußen, absolut. Und wir freuen uns, wenn ihr immer wieder RLB einschaltet. Danke, Ari. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss.